Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich bin mit Zarina unterwegs. Und ich habe da einen Mate in der Lobby gehabt, der mir heute direkt zeigen musste, dass er im aktuellen Battle Pass komplett durch ist. Und das Archiv ist erst seit 2 Tagen live. Also, wie machen die Leute das? Spielen die rund um die Uhr? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch noch nicht, welchen Killer wir haben. Oh, das sieht aus, wenn ich den Fluch sehe, als hätten wir wieder eine Huntress. Ich habe keine dunkle Wahrnehmung mit. Oh nein, was tust du? Das heißt, ich sehe nicht, ob der Killer campt. Es könnte sein, dass der Killer aber jetzt hierher kommt. Ja, das Summen wird lauter. Aber das schaffen wir. Was tust du, Junge? Nein! Wir waren doch durch. Toll. Er ist schuld. Ihr habt es alle gesehen. Und ja. Die Jägerin ist im Vergleich zur letzten Folge Dead by Daylight viel besser. Auch verdammt. Wenigstens ist er hier und möchte wahrscheinlich retten, aber er soll bitte einen Moment noch warten, bis sie weiter weg ist. Wow. Okay, aber sie kommt nicht zurück. Und wie ich gehört habe, das Wiegenlied der Jägerin ist auch weg. Das heißt, die Skillchecks kommen jetzt nicht mehr verzögert. Ich heile mich kurz selber. Weil der Herr nicht möchte. Ihr seht das wahrscheinlich unten rechts, meine Perks. Ich spiele mit Zarina noch nicht so lange. Ich habe mir die auch noch nicht, die Perks, alle auf einer hohen Stufe. Was ist das denn für eine Grafik? Seht ihr das? Sie hängt da oben und der Haken war unten. Lori, soll ich dich heilen oder so? Sie kommt hier hinter, die Anna. Ich guck mal, ob ich zum Haken komme. Ich muss wirklich sagen, es gab ja mit dem letzten Patch einige Map-Änderungen. Ich muss wirklich sagen, die Map finde ich wirklich. Was ist das? Hallo? Hallo, Buck? Hallo? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe mir gedacht, seit wann gibt es in der Shack einen Haken? Jetzt macht es auch Sinn, warum es diese Anzeige so komisch hatte, dass sie oben hing und der Haken unten aber geleuchtet hat. Wow. Das habe ich noch nie erlebt. Also, ich wüsste gern, wie das jetzt aus ihrer Sicht ausgesehen hat. Wow. Mir fällt nichts anderes ein. Ich hoffe, es geht jemand anderes retten. Die Lori, die war vorhin dahin. Genau, sehr gut. Wir müssen Gens machen. Wie gesagt, die Anna ist deutlich besser als in der letzten DBD-Folge, die ich hochgeladen habe. Wo ich alleine gespielt habe. Es wird schwieriger. Dallas ist tot am Haken. Wir können jetzt nur versuchen, die Gems irgendwie durchzuziehen.
Oh, ich glaube. War Anna da drüben? Nee, da war jemand. Okay, da war ein Maid. Anna. Achso, Anna trägt ja jemanden. Es stimmt ja. Die Frage ist: Geht sie jetzt hinter zu dem fertigen Jen? Oder was tut sie? Ich weiß auch nicht, wie genau ich dieses Gebäude jetzt noch nutzen kann. Nein, ich hänge, nein! Okay, das war... Der einen Axt konnte ich ausweichen, aber der zweiten dann nicht mehr. Okay. Oh, hier ist eine Tür, die ist neu. Die kannte ich noch nicht. Oh nein! Sie Verdammt. Okay, sie war kurz verwirrt. So wie ich. An ihrer Stelle hätte ich jetzt aber auch geschlagen. So. Ich hoffe, dass meine Mates jetzt korrekt angezeigt bekommen, wie und wo ich hänge. Dass die nicht auch so ein komisches Erlebnis haben. Aber mal schauen, ob mir jemand zu Hilfe kommt. Man muss dem Killer wirklich zugute halten. Er kämpft nicht. Jake, heil mich. Tschüss. Das ist doch ein Jake. Ich bin verwirrt von diesen langen Haaren. Das ist ein Jake. Es ist kein Jeff. Ein Jeff wäre doch größer. Oder? Das ist gerade nicht. Ich könnte hier gucken. Es ist ein Jake. Okay. Ein Jake haben wir dabei. Ich bin so verwirrt von diesen langen Haaren. Das wird ganz schwierig, diese Runde. Wir haben erst zwei Gens gemacht. Ich bin jetzt auch tot am Haken. Das heißt, ich muss eigentlich wirklich vorsichtig sein. Und sie ist auch tot. Pop Goes the Weasel hat Anna dabei. Dann hatte sie Wiegenlied der Jägerin dabei. Ich gehe davon aus, dass sie Barbecue und Chili dabei hat. Kann ich mega nachvollziehen. Wäre ich Killer, würde ich das auch mitnehmen. Ich habe einen Perk dabei von Serena. Das ist der da ganz unten in meinem Viereck. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Er sorgt aber dafür, dass ich, wenn ich vom Haken komme, für 60 Sekunden unsichtbar bin. Also von der Aura her. Das heißt, wenn der Killer irgendwas dabei hat, womit er meine Aura lesen kann, bin ich in den 60 Sekunden im Höchstfall, wenn ich den Perk jetzt auf Stufe 3 hätte. Ich glaube, jetzt sind es bei mir bloß 40 Sekunden. Wäre ich quasi unsichtbar. Ich glaube nicht, dass ich den Gen schaffe. Für das Team! Ich glaube, sie hat Pop Goes the Weasel draufgehauen. Ach, ich bin doch so schlecht jetzt hier im Wegrennen. Mit einer Anna, die gut ist mit ihren Äxten. Und jetzt renne ich auch noch in die Axt. Ich habe so meine Probleme. Mit der Huntress. Ich weiß, ich renne auch einfach gerade blind nach vorne. Einmal konnte ich ausweichen. Aber das zweite Mal nicht. Leute, ich bin leider tot.
macht Jens. Der da hinten, der war sehr weit. Oh nein! Jetzt wollen die mit dem Bug spielen. Oh nein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Folge eigentlich hochladen darf, weil das ein Bug zeigt. Nein. Was ist das denn jetzt hier für ein... für ein Mist. Das gefällt mir nicht. Okay, die Grafik war auch ein bisschen schwierig. Och, verdammt. Aber okay, dann bin ich jetzt wenigstens raus aus dieser Runde. Wow. Da ist wirklich gerade ein Bug am Start auf der Map. Weiß nicht, ob der immer ist aktuell hier oder... Schwierig. Oh, das Matchmaking war sogar komisch. Aber man sieht, hier ist ein Huntress Rang 11. Die konnte wesentlich besser mit ihren Äxten umgehen als... in der letzten Folge die Huntress auf Rang 6, glaube ich, war sie. Ja. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage, bis dahin, macht's gut!